So, und jetzt geht's los. Ich begrüße euch alle zu dem ESL Weekly Cup Nummer 76, so rum. Und zwar, DSL macht einen Cup sonntagsabends um 19 Uhr bis 24 Uhr, wo sich Teams einfach registrieren können und gegeneinander spielen können. Das hier ist die erste Runde des Ganzen. Wir haben irgendwie 16 oder 14 Teams, die erstmal Best of One sich gegenseitig bespielen. In dem Fall Vengeance gegen Danger Seekers mit nur bisher exakt 45 Minuten Verspätung. Also Vengeance hatte da einen Missing, aber Danger Seekers haben gesagt, okay, wir lassen uns das mal spielen. Dafür ignorieren wir. Und nach richtig vielem Hin und Her wird es jetzt tatsächlich ein Match geben. Und in 15 Minuten geht's los. Ich glaube nicht, dass wir dann im Draft durch sind, bis zum eigentlich nächsten Game. Ach, naja. Aber 23 Uhr fertig sein wird ja auch überbewertet. Anyway, time for some Dota. Endlich. Nach 46 Minuten. Vengeance bannt immer noch den Void. Und Mirana und Razor und Doom. Das ist super interessant, weil komplett altes Meta. Und ja, wir sehen bisher noch nichts von 6.82. Mein Gott, ich habe gerade sehr viele Namensdreher, aber das wird sich, glaube ich, wenn ich so ein bisschen warm geworden bin, bestimmt geändert haben. Danger Seekers picken den Skywrath Mage als First Pick. Glaube ich, dass es halt immer noch so ein First Pick Hero ist, weil er ist halt immer noch stark, er wurde kaum bis gar nicht genervt. Und passt eigentlich immer noch in das Meta rein, was halt jetzt ein bisschen vom Pushen weggegangen ist. Aber hey, Skywrath Mage hat sowieso nicht gepusht. Von daher, Earthshaker für Vengeance. Vielleicht werden wir Teamfights sehen, aber auch super Roaming Support und auf der Lane. Ziemlich tödlich für Offlaner, die keinen Escape haben. Mal schauen, ob sie da eine Combo spielen. Tiny Earthshaker. Hui! Und Echo Slam, nein. Wahrscheinlich nicht. Mit einem Earthshaker ist noch viel möglich. Das Lustige ist, viele der Kombos haben sie ja doch selber gebannt. Mirana wäre halt noch so eine Möglichkeit. Das ist, ja, man sagt, also ich sag's irgendwie immer bei der Combo. So, du hast halt Earthshaker, Mirana plus Invo plus Ember Spirit war das da. Hat ein IG auf dem ESL One in Frankfurt gespielt. Basically Fissure und der nächste Stun und der nächste Stun und dann ist der Arrow schon da. Und dann Sunstrike. Relativ einfach zu machen, wenn, also der Stunlock muss halt da sein, so ist mit der Vengeful Spirit Fissure, dann ist die Vengeful Spirit dran, macht den Hit, dann kommt der Arrow, dann der Sunstrike, so ungefähr, oder halt Fissure und dann die Ember Chains, einfach nur um eine riesen Range Initiation zu haben und einen kompletten Stunlock zu haben, bis durch ein 1000 Damage. Aber ja, das Ganze in einen Earthshaker rein zu interpretieren ist ein bisschen sinnlos. Besonders wenn die Mirana schon gebannt wurde. Aber lassen sich hier doch ein bisschen viel Zeit. Ich glaube, das ganze Warten hat die komplett auseinandergenommen. Komplett durcheinander gemacht. Aber hey, wie man gehört hat, hat es mich ja auch komplett auseinandergebracht. Lich. Lich. Das bedeutet zumindest, dass Vengeance so langsam ziemlich gute Lanes hat. Und es spricht so ein bisschen für Teamfight-Lineup, was mich freut. Da können mich jetzt noch einige tolle Dinge dazukommen. Die canceln sich so ein bisschen aus. Wir haben einen Earthshaker, der stark roamen kann, aber einen Lich, der halt komplett auf der Lane bleibt. Also das Lich-Pick sagt so ziemlich so ein bisschen so, okay, unsere Lanes werden eher passiv sein. Und ja, ein Rotating Earthshaker ist natürlich auch nicht so stark wie ein Rotating Earthshaker plus X. Skywrath Mage beispielsweise, mit einer größeren Range oder sowas. Von daher, ja, ein bisschen was von allem. Bisschen Rotating, bisschen starke Lane, bisschen Pickoff Potential und ein bisschen Harris. Also, ja. In Sachen Supports schon einiges. Und ja, haben halt eigentlich auch noch nichts von den Cores gezeigt. Mal schauen, ob die Danger Seekers. Die haben jetzt hier mit dem Skywrath Mage zumindest. Ja. Brauchen irgendwas zum Stunnen natürlich. Gehen hier mit dem Wraith King. Auch sehr altes Meta.
aber ich glaube, das ist halt immer noch ziemlich stark im Current Meta drin. Wraith King, Skywrath Mage, zwei gute Supports und zwei so sehr gute Cores. Also es kann gut sein, dass der Wraith King als Carry gespielt wird, kann man natürlich jetzt noch nicht sagen. Aber so ein bisschen hat er nachgelassen als Support. Finde ich. Oder beziehungsweise hat die Spielweise des Supports nachgelassen. Aber eine ziemlich tödliche Lane mit noch einem Stun oder zumindest einem Damage. Sim Slow, dann sollte es den Wraith King schaffen, dass er seinen Stun rausbekommt. Und dann halt plus X. Auch wenn es der Wraith King selber ist, der dann draufhaut. Ist ja durchaus nicht zu verachten. Killing Potential prinzipiell ab Level 1. Und was mit Level 2, 3 und 4 noch viel größer wird. Von daher gefallen mir beide Lanes bisher jetzt schon, wenn es denn Lanes werden hier. Und die Teams müssen sich dann jetzt mal ein bisschen beeilen. Mann. Naja. Lassen Sie sich hier noch ein bisschen Zeit mit Ben. Klar, was soll man Ben? Die üblichen Sachen jetzt hier vielleicht noch liken oder so. Einfach Dinge, die immer noch ein bisschen imbar sind. Weil liken jetzt dann zugegeben noch ein bisschen nachgelassen hat. Aber was dann beispielsweise hier ist, es wäre noch eine Death Prophet, die mit einem 20 Sekunden Ulti-Cooldown-Increase jetzt nicht so wirklich aus dem Spiel genommen wurde. Dementsprechend wäre durchaus eine Death Prophet hier noch im Pool. Es wäre noch eine Viper drin, ganz besonders, die durchaus für beide Seiten interessant werden könnte. Silencer, ja, okay, das spricht zumindest für mehr Teamfight für die Vengeance. Eventuell wäre dann hier noch ein Tidehunter zu bannen oder zu picken. Den Jessica sehen so, das ist doch immer nicht mehr bannen, um zu viel Teamfights zu ignorieren. Weil, wenn wir uns bedenken, hier Earthshaker mit einem Blink, der reinspringt und seine Combo rausbringt, hat schon genug Zeit, um hier dem Enigma zu erlauben, mal nah ranzukommen. Reserve Time, mal wieder. Beide Teams lassen sich jedoch sehr, sehr viel Zeit. Auch an sowas, solchen Dingen wie Bannen. Vengeance hat jetzt hier den First Pick und entscheiden sich für den Nightstalker. Okay. Das ist ein Pick, beziehungsweise ein Ban, den ich. Ja, der Hero existiert, aber irgendwie lange nicht gesehen. Bin auch gespannt, ist, aus welcher Hinsicht Vengeance den hier gebannt hat. Oder ob sie einfach gesagt haben: Komm, klick irgendwo hin. Wir haben unser Lineup, lass mal machen. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass jetzt eins von beiden Teams die Viper picken wird. Und eine Death Prophet. Zumindest Danger Seekers Lineup sieht bisher so aus, als ob sie mit dem alten Meta gehen. Und da ist eine Death Prophet doch eigentlich noch ziemlich stark drin. Disruptor, okay, das wird ein definitiven Team-Lineup. Ich erwarte einen Naga tatsächlich jetzt hier. Naga Disruptor, die alte Combo. Es wäre super genial. Und ich würde mich richtig freuen, wenn das funktionieren könnte. Würde. Allerdings, Wraith King ist schon ein ziemlich guter Held dagegen. Da halt einfach mal die ganze Kombo belebt. Und seien wir ehrlich, die ganze Kombo wird nicht auf 5 laufen. Weil wenn Danger Seekers zu 5 da reingehen, ist es halt sowieso okay. Macht das zweimal und das Spiel ist vorbei. Dementsprechend haben sie mit dem Wraith King halt schon so einen Helden, den man prinzipiell nicht targeten will oder und oder kann. Weil wenn der halt drin ist, dann ja, haust du halt eine komplette Kombo raus und dann steht er wieder auf. Und dann hast du nichts. Und Timbersaw wird vielleicht als Antwort darauf gepickt. Weil sie sagen, okay, wir brauchen irgendwas, was survived. Und da ist Timbersaw mit Reactive Armor, mit ziemlich viel sonstiger Armor. Regen ist jetzt hier dann nicht so relevant für Burst, aber als Stärke hält auch doch ziemlich relevant. Ich würde mich freuen, hier einen Naga zu sehen. Was halt besonders geil ist, ist, dass es vielleicht sogar ein Earthshaker Core ist. Nix. Okay. Vier Helden, die man als Support spielen kann, aber zwei Helden, die man auch als nicht Support spielen kann. Carry Earthshaker? Kann das ernsthaft ein Carry Earthshaker sein? Verdammt greedy. Aber würde mich ultra freuen. Nix Assassin. Ich kenne die Synergy von Nix nicht, aber wahrscheinlich ist es auch einfach nur ein Scout.
der ja, ein Setup dann ist. Sie brauchen ja nicht Jächen, klar, sie hätten Earthshaker. Aber dass Carry Earthshaker ist, dann ist es, ja, vielleicht nicht unbedingt das, was man in den Jächen haben will. Eventuell spielen sie einen Earthshaker vielleicht sogar ohne Blink. Also dieses typische Shadowblade-Ding. Shadowblade Daedalus. Enchantment drin, Invis und BAM! Easy 500 Damage oder mehr. Eventuell halt mit dem Disruptor und gutem Kinetic Field und so könnte man da aufs Battle Fury gehen, aber ja, es sind zu viel Pop. Und die Viper kommt für Danger Seekers. Ist einfach zu gut, um sie zu ignorieren, besonders gegen das Lineup, was jetzt hier doch eher auf Burst geht, wo die Viper halt schon stehen kann. Dementsprechend haben sie jetzt bisher nur Skywrath Mage, der relativ squishy ist. Und wenn der als Support einen Force Staff baut, was wahrscheinlich dann hier sinnvoller sein sollte als einen Rod of Aoi, könnte der wahrscheinlich auch relativ schwierig zu bekommen sein. Und deshalb bin ich mir halt auch mit dem Nyx Assassin Pick nicht sicher. Weil Wraith King, Timbersaw, Viper, das sind alles Heroes, die er nicht, halt nie bursten kann. Ja, Prophet wäre noch ein Problem wahrscheinlich für Vengeance. Bristleback wird hier gebannt, glaube ich nicht dran. Auf schon Naga. Aber irgendwie. Mit dem Nyx weiß ich nicht, wie der da reingehört. Aber ich bin ziemlich gespannt darauf, wie sie den spielen wollen. Wird wahrscheinlich ein Nyx offline werden. Und jetzt picken sie noch eine Mitte. Aber nein. Mitte Earthshaker? Ne, gegen Viper ist es unmöglich. Mitte Nyx gegen Viper? Ne. Es muss ein Mid-Weaver gegen die Viper sein. Oder ein Mid-Lich. Oder Duelanes mit Lich-Weaver in der Mitte? Oh Gott. Warum tut ihr mir das an? So much possibilities und so wenig sinnvolle possibilities. Oh Mann, ich bin mir nicht sicher, wie das funktioniert. Danger Seekers hat, ja, muss man einfach sagen, hat einen sehr, sehr langweiligen Draft. Der aber wahrscheinlich gegen Vengeance tatsächlich richtig gut funktionieren wird. Mit dem letzten Pick als Carry und, also Carry oder Support, je nachdem, wie der Wraith King gelaned wird. Aber, ja, Timbersaw sollte. Je nachdem, wo er als Geschwister blockt wird, okay sein. Und Legion Commander, wie! Danger Seekers gehen doch noch ein bisschen was anderes. Und zeigen uns hier, dass es halt nicht 6.81 ist. Muss noch eine Legion Commander sehen, die funktioniert. Die einzige Legion Commander, die ich gesehen hatte, war Fnatic. Keine Ahnung, war auf jeden Fall das erste Match in 6.82. Da hat sie nicht funktioniert. Ist ja auch basically ein Batrider. Von daher bin ich dann hier gespannt, wie das Ganze funktionieren wird. Okay. Na dann. Wir haben auf der Seite von Danger Seekers D6 haben wir Mango auf dem Skyrath Mage Support. Wir haben Ivko in der Mitte auf der Viper. Danny R wird wohl den Wraith King Support spielen, ja. Mit den Wards sollte das relativ klar sein. Geza wird auf den Timbersaw auf der Offlane spielen und zu guter Letzt der Bären-Jude, ja, wird die Legion Commander auf der Safe Lane picken. Auf der Seite von Vengeance, vielleicht ein bisschen interessanter, ob ich überhaupt jetzt irgendwas sehen kann. Wir haben den bösen Onkel auf dem Disruptor, der den Support machen wird. Den Earthshaker, der, ja, roamt, vielleicht auch als Support dann dementsprechend. Gespielt von Lekomiu. Typhus übernimmt den Nyx Assassin, der könnte Mitte sein. Nicht sicher. Weaver wird wohl Safe Lane machen mit dem Ring und zu guter Letzt sitzt Lich Offlane. So wie es scheint. Ich bin mir absolut nicht sicher. Kann sich noch viel ändern. Ja, Standoff auf der Rune, die ja mit dem neuen Patch wesentlich wichtiger geworden sind. Daher versuchen hier beide Seiten zumindest die eine Rune zu bekommen. Aber anscheinend wird der Lich die andere Rune bekommen. Von daher. Ja. Legion Commander. Wird das Ganze wohl tatsächlich alleine gehen und ein Aggro-Try kommt hier von Wraith King und Skywrath Mage raus. Mit Timbersaw. Mit Timbersaw ist interessant. Vielleicht wird es auch einfach nur Early Rotation. Das sind gute Roaming-Supports. Auch auf Level 1 an. Ja, und Smoke und ab in die Mitte. So wie das aussieht. Oder ab in den Dschungel? Okay. Aber ja. Okay, also das ist unsere normale Lane, Lich Offlane und in der Mitte tatsächlich ein Lux, da bin ich mal sehr gespannt, wie das ist. Und ich glaube, das steht hier richtig übel dafür. Muss ja sich beeilen, Wraith King. Range, 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 Range. Und kommen gerade so nicht ran. Das war knapp und das war sehr komisch mit dieser.
Mit diesem Fitzel hier. Da war die Vision wohl nicht ausreichend. Gut, die Supports blocken das Camp und gehen jetzt ab in die Mitte. Wo der Nyx Assassin wahrscheinlich, wird ihm schon schwanen, was passieren wird. Viper macht sich ja schon ein bisschen aggressiver hin. Und Nyx ist doch relativ aggressiv dafür ran. Supports kommen jetzt ran und Nyx Assassin weiß, merkt allerdings nicht, was da kommt. Okay, ein Spike Carapace sollte es dann nochmal 0 und wird dann wahrscheinlich nur so First Blood werden. Viper kriegt den Kill nicht. Skywrath Mage nimmt den First Blood. Auf den Support kann auch direkt Boots holen und oder den Kurier dann kaufen. Schön gemacht von Danger Seekers, aber tatsächlich ein bisschen blauäugig von dem Nyx. Das hätte man sehen können, besonders mit dem Ward hier. Ich glaube, der wurde später aufgestellt tatsächlich, aber ja, nach dem Kill hier oben, wo gehen die Supports wohl hin? Naja, in die Mitte. Ja gut, Legion Seeker versus Lich. Legion farmt gerade ein bisschen besser, aber ich glaube, Lich ist einfach nur da, um die Erfahrung ein bisschen zu minimieren. Kriegt jetzt auch hier Gesellschaft. Stun kommt in Range. Das könnte knapp werden. Sollte aber überleben. Ja, überlebt das Ganze. Ist auch noch relativ tanky mit den Main Gauntlets. Und geht hier auf eine frühe Urne. Na, Basi vielleicht noch vorher. Man weiß nicht, aber Timmersaw überrascht mich halt schon, dass es richtig aggressiv ist. Level 3 hier auch gefunden. Relativ gut dabei. Die Supports nach Level 1 wurden jetzt von dem Gank so ein bisschen überrascht. Und dann hatte Timmersaw halt das genug Space bekommen. Level 3 hier ist durchaus, ja, für einen Timmersaw mit Level 3 kann er viel tun. Wird hier sehr, sehr confident auf der Lane sitzen. Und Mitte wird wieder angegangen. Wraith King hat keinen Mana für den Stun. Ups. Und wird nur ein bisschen Harris werden. Das ist so ein bisschen so, okay. Wahrscheinlich wollte er für die Region oben haben. Ne, sie haben da keine Vision. Also der wird tatsächlich glücklich. Mal gucken, ob die Viper ihm das lässt. Nein, wird sie ihm nicht. Die Region wird die Viper definitiv besser gebrauchen können als der Skeleton King. Chickens werden jetzt rauskommen. Skywrath Mage mit First Blood kauft er doch. Quatsch. Von Vengeance kommt es tatsächlich. Ich hätte gesagt, Skywrath Mage ist hier, kauft direkt den Chicken. Hat noch kein Geld. Hat eine Bottle gekauft, okay. Das ist tatsächlich jetzt mit dem neuen Patch für Supports richtig, richtig gut. Alle 2 Minuten eine Rune. Und dann kann man auch noch den Carry damit abfüllen. Tja. Danger Seekers, wenn wir uns die Last jetzt angucken, sind tatsächlich richtig weit vorne. Wir haben hier jetzt einen Top 3 Farmer. Legion Commander kriegt den Farmer, besonders halt der Offlaner ist ja doch hier relevant. 7 zu 1 gegen 11 zu 0. Das sagt jetzt nicht viel, aber ja, Lich Level 5. Ich glaube, der Timbersaw wird da mehr Impact haben. Lich hat natürlich mehr Level durch Sacrifice. Aber ich glaube, der Timbersaw wird im Midgame erstmal mehr Impact haben als ein Lich. Auch wenn der Nuke nicht wenig Damage macht. Muss man dazu sagen. Der Punkt ist halt einfach, dass Timbersaw hier alle Supports beschäftigt, wenn die Supports von Danger Seekers hier rotieren können. Den Lich hat alleine nachlassen, aber ihn wahrscheinlich nicht so wichtig einschätzen. Invisibility Rune für die Viper. Könnte, ja, muss sich entscheiden. Könnte oben was bekommen, könnte aber auch in die Mitte was bekommen. Die Invis-Rune wurde gesehen, aber wo er hingegangen ist, natürlich jetzt nicht. Hat halt nach unten angedeutet, wollte nach oben, ist jetzt doch nach unten. Aber Typhus scheint hier doch sehr confident zu sein. Kriegt hier einen Schuss. Und vielleicht Level 6 ist nicht vorhanden. Versucht es einfach nur rauszubekommen. Okay, von den Skeleton King. Das besiegelte Schicksal des Wraith Kings. Des Nyx Assassins. Und der Wraith King kriegt tatsächlich durch den Hellfire Blast Burn Damage den letzten Last Hit. Und kriegt damit wahrscheinlich sich auch ein bisschen was leisten. Aber bisher noch erstmal nicht. Spots rotieren wieder nach oben. Das ist ein super Roaming-Duo, was sie hier machen. Das ist tatsächlich das, wo sie nach oben bekommen. Haben jetzt hier zwei Hits auf den Nyx, der natürlich auch gehindert werden muss. Aber sie haben ziemlich viel Space, was sie createn hier. Ups, und finden den Disruptor, der gerade pullen wollte. Das ist bitter. Allerdings müssen sie ja doch zurückziehen. Sind jetzt zu dritt, versuchen erstmal die Bugs zu machen und danach Fische auf 3. Schön. Der Wraith King muss hier aufpassen. Sollten allerdings auch nicht zu weit da rein helfen. Denn sie haben halt auch nichts, wo sie irgendwie rankommen. Also ja, Glyphe, aber Glimpse noch nicht geskillt. Kein Punkt auf Glimpse. Ja, mal schauen, ob sich das vielleicht nicht noch in den Hintern beißt.
Nyx Assassin ist jetzt auch hier, auch nicht Level 6. Könnten hier auf den Timbers so Go machen. Pink kommt auch raus, aber ist wahrscheinlich zu weit weg. Eins dann kriegen sie raus. Fissure überlappt, aber das sollte genug Damage sein. Ja, Nyx Assassin holt den Kill. Zum 2 zu 1 liegen, kann man da unten, wird relativ low. Hat alle Ultis geforst, die Lich hatte. Hat alle Skills geforst und komplett out of Mana. Aber überlebt das Ganze doch noch relativ knapp. Aber das ist low nicht genug, um da noch den Kill reinzubekommen. Und ja, das vielleicht schafft das Vengeance ein bisschen Raum wieder zu atmen. Wenn sowohl die Legion low wurde und jetzt auch zu low ist, um auf die Lane zu kommen. Ja, schon ein Lich, der relativ aggressiv ist, aber kann die Legion jetzt nicht mal einen Timbersaw kriegt, dann hier doch noch den Disruptor, okay. Das ist das Problem mit einem Timbersaw, der doch relativ gefeedet ist. Oder nicht gefeedet ist, 1 zu, also 0 zu 1 war er am Anfang, aber hat doch gute Last Hits und ist halt auch schon Level 6. Das ist halt das, was der Timbersaw ja, besser machen kann als der Lich. Klar, Lich kann auch bursten, wie man oben unten an der Legion gesehen hat. Aber ja, es ist schon alles oder nichts. Legion Commander kann halt einfach gucken, okay, ich habe so viel Leben, Lich macht sonst so viel Damage. Dann ist es doch noch kalkulierbar. Ein Timbersaw, der jetzt hier schon wieder den Disruptor trifft. Ups, und seinen Chakra misst, sonst wäre das eventuell auch ein Kill geworden, denn da war halt wieder niemand da. Eine Fissure zum Blocken. Und mehr nicht. Timbersaw hat auch 2 Punkte in Timberchain, dementsprechend könnte auch relativ einfach über die Fissure rüber und was machen. Nur gut, Danger Seekers pushen Tier 1. Lich kann da nicht so viel tun, außer es noch einfacher machen, indem er halt Creeps denied. Aber die sind jetzt ein bisschen wichtiger. Seine Erfahrung und das Gold, was er dadurch verliert als der Tower, den er, glaube ich, sowieso nicht halten kann. Er kann hier nicht in die Lane rein, sonst wird er halt ziemlich schnell geslowt. Duel ist auch online. Und er sollte sich hier auf jeden Fall nicht als Feed anbieten für die Legion Commander. Daher glaube ich, dass der Tower hier relativ uncontested down gehen wird. Deny. Ach, knapp. Knapp Deny. Das könnte er mit seinem Leben bezahlen, aber nee. Skeleton King war vorne, der Rest konnte aber nicht hinterherlaufen. Timbersaw hat hier ein paar Leech hier schön XP in der dieser schönen Corner hier. Findet jetzt den. Jo. Hat den Earthshaker gefunden, aber wirft jetzt Chakra an, das könnte wegen Geld schnappen. Hat auf jeden Fall doch wesentlich mehr Chancen auf der Lane hier, als er sich, glaube ich, gerade selber zugelassen. In der Mitte ist es ein relativ schneller Tod, gerade für nichts Assassin. Ja, einfach überrollt. Das ist das Ding, was halt jetzt die Supports machen können. Sind jetzt Level 4 und Level 5 wahrscheinlich. Nee. Level 4 und Level 5, ja. Und können halt auch einfach mal so durchgesammelt. Besonders mit den Nyx Assassin, die nicht rechtzeitig. Ja, was kann sie nicht tun? Nichts. Kannst halt einen Spike Carapace anmachen und bist dann halt auch gesilenced. Und dann ist es keine Vendetta, wo man sich noch hätte reinretten können. Und außerdem, das ist zwar von keinen Supports dabei, aber ist nicht möglich. Und Kill auf. Kill hier auf dem bösen Onkel. Und Timbersaw hat jetzt ein kleines Problem. Kann sich hier Tsukuchi. Jiminy Attack war schon die Attack, aber die Bugs töten sie, glaube ich. Ja. Beziehungsweise natürlich der Weaver, der durch Tsukuchi kommt. Allerdings geben sie hier 2 Kills dann insgesamt ab. Und Scarif Mage ist auch noch gestorben. Oh, 3 zu 1 hier der Trade. Definitiv wert. Legion Commander muss doch ein bisschen auf die Creeps aufpassen. Und kann doch nicht so unbestört farmen. 6 zu 4. Kommt mal auf die Grafen an. XP Graf war auf D6 Seite, obwohl wir einen Lich hatten. Aber natürlich die Kills von. Die Kills und das Roam, was der Legion Commander erlaubt hat, halt auch allein auf der Lane zu stehen. Ist das nötig, allerdings jetzt mit den Kills. Oder. Nee. Oder mit den Kills, die sie eben nicht bekommen hatten, geht es wieder runter. Allerdings lese ich das, glaube ich, gerade falsch. Nee. Einfach nur Vengeance, die halt jetzt die Kills bekommen haben, 3 Stück. Und damit die XP wieder nachholen. In Networth sieht das Ganze in Favor of D6 aus, die halt mehr Kills haben. In der Mitte, Viper wird Probleme haben, wird wahrscheinlich vom Tower sterben, ja. Kriegt die aber noch vorher den Kill tatsächlich. Tatsächlich auf den Nyx und dementsprechend die XP dafür. Aber ein Kill, Networth. XP-Change ist ja tatsächlich hier wichtig. 800 XP ist schon ein bisschen was. Aber ja. Die kurzen XP. Bounty-Runen unten. Ich glaube, die Bounty-Runen. Ich habe viele Caster gesehen, die halt doch ziemlich stark auf die Bounty-Runen gucken. Aber bin ich überzeugt, als ob das irgendwie relevante Zahlen sind, die dort kommen.
Earthshaker wird, glaube ich, jetzt hier aufgebürstet. Silence hält lange genug. Fischer tötet ihn. Von daher sollte er jetzt definitiv noch die Fischer rauswerfen, genau. Weil der Arcane Bolt besiegelt sein Schicksal auf jeden Fall. Okay, Bontirone wird jetzt hier genommen. Mal schauen, ich guck mal, wenn er sie aktiviert. Das ist 050 Base XP, hat jetzt aktiviert 100 XP, ja, also es ist ein Zehntel von einem Leben auf Level 7. Von daher nicht relevant, bis auf, dass die Bottle aufgefüllt wird, was halt der Hauptgrund des Ganzen ist. Weaver hat Timelapse, von daher sollte... Oh, ganz knapp, Lich Ulti baust jetzt hier. 2, 3, 4, 5, wow, 6, das ist ein Glimpse, 7. Super Glimpse hier. Alle low, aber ich glaube, da können sie nichts mehr machen. Es wird schwierig. Natürlich, Vengeance geht jetzt hier rein, können die Viper holen. Earthshaker lebt noch, aber nicht mehr lange. Und geht tatsächlich noch down. Super low hier auf alle von Danger Seekers. Das Lich Ulti hat richtig Löcher in die Lebenspunktreihen von Danger Seekers gerissen. Aber es hat einen Ticken gefehlt. Weiß nicht, ein Zeus Ulti. Zeus Ulti und es wäre ein Ultra Kill gewesen. Das wäre super gewesen. Aber ja, ansonsten halt relativ wenig AOE-Damage doch noch. Nix mit Double-Damage. Da sollte man nicht genau diese Legion-Commander finden. Ist jetzt sehr schade, dass er hier niemanden finden wird. In seinem Vendetta. Ja, wird jetzt hier einfach mal farmen damit. War doch relativ knapp, wenn er 10 Sekunden früher oder 15 Sekunden früher gewesen wäre, hätte er vielleicht die Legion gefunden. Aber Glück für Danger Seekers, dass die hier weggekommen ist. 12 Minuten, 11 zu 6, noch ist alles offen. Farmweise sieht es für Danger Seeker besser aus, aber der Weaver, einmal gestorben erst, hat auch einen Kill, 3 Assists. Ist da noch relativ weit früh. Jetzt wollen sie es wissen. Oh, super Fischer, die es da das Schlimmere erlaubt hatte. Weil Silence auf dem Weaver könnte tödlich sein. Echo Slam belegt, besiegelt das Schicksal vom Skywalf Mage, der jetzt noch down geht. Legion Commander hat ein Duell gefunden, allerdings Timelapse kommt hier raus, aber direkt ins Viper Ulti noch rein, wird wahrscheinlich hier überleben. Ja, Sakuchi und weg, der Disruptor ist aber nicht so lucky und geht hier auch noch drauf. 2 zu 2 der Trade, aber für Vengeance waren es nur 2 Supports und hier ist der Skywalf Mage gestorben und der Timbersaw. Ja, was sehen wir hier? Nicht so sicher tatsächlich. Die Reihenfolge ist jetzt super, dass sie die Reihenfolge des Skills machen. Allerdings weiß man nie so richtig, was jetzt der Ulti ist. Vielleicht goldene Rahmen wären hier noch super, um das direkt auf den ersten Blick zu sehen. Aber wir sehen hier, Vengeance hat doch mehr XP daraus bezogen. Und der Nethworth geht doch ein bisschen in die Richtung von Vengeance. Aber ja, das hätte man auch gesehen, dass der Timmer so zusätzlich gestorben ist als Core. Geht auch hier... Nee, Quatsch. Wollte schon sagen, Agas first, aber nein. Das ist erstmal der Bloodstone. Und danach vielleicht. Vielleicht das Agas. Aber muss er wissen, ob das wert ist. Gut. Ja. Ja. Soweit sieht's aus. Leute farmen weiter. Die Netgrafen bleiben beim Networth weiter in Favor auf D6 und auch XP haben sie es jetzt hier weiter nach oben zurückgeholt. Deshalb, Vengeance fühlen sich jetzt in der Defensive und glaube ich, werden versuchen, den Top Tier 1 zu pushen. Blink auf Legion. Das könnte sich allerdings jetzt problematisch herausstellen. Blink auf Legion, damit ist quasi der Batrider, der Mini-Batrider fertig und das ist das Problem auf der Top Lane. Mit gegen den Timbersaw ist es relativ schwierig zu pushen. Können jetzt hier ein bisschen Chip-Damage machen, aber das ist nichts, um schnell down zu bekommen. Besonders, weil jetzt auch, ja, die Rotations kommen. Würde ich gerade sagen, T2 wird angegriffen, aber habe ich gerade noch so retten können? Nein, das sind natürlich daher Leute, die hier deffen. Nächstes Assassin findet hier eine Viper, die er nicht töten kann. Ist halt ein bisschen schade, aber wird vielleicht hier... Oh, die Legion, wenn er die gefunden hätte. Das ist bitter. Hat hier nur gesehen, dass sie nach unten gegangen sind, wegen diesem Ward hier. Aber findet jetzt doch... Ja... Er versucht's. Schön auch gewartet, dass er hier geradeaus hochgehen muss. Mit auf jeden Fall das Stun linkt und... Ups. Ja. Legion mit Blink. Duel genommen. Und mit dem Ulti sollte es... Ja. Reicht locker. Um plus 20 Damage der Legion Commander zu geben. Und ja, jetzt müssen sie hier auf jeden Fall zurück. Sind hier relativ lange. Disruptor bleibt hier noch sehr lange stehen.
Ups, und in die Mitte geblinkt. Kein Tango. Kein Tango. Man könnte jetzt hier jetzt Timbersaw vielleicht. Ja, okay. Hat auch ein bisschen gebraucht. Ah, da hätte ich gedacht, dass es wesentlich schlimmer für Vengeance ausging, die dann doch sehr lange geblieben sind. Sie haben ja gesehen, dass die Leute hochkamen. Aber sie sind doch noch geblieben. Jetzt ist es Zeit für D6, die den Top Tower pushen wollen. Letzte T1. Dementsprechend hat der letzte Glyphen-Regenerationsquelle, um es mal so zu nennen. Und werden sie wahrscheinlich ziemlich langsam mit der Viper einfach konstant runterpushen. Allerdings finden sie jetzt hier den Earthshaker und es ist ein weiteres Duel und plus 30 Damage hier. Die dann doch relativ einfache Pickoffs findet, ist ja das Problem. In so einem Tower ist ein schnelles TP, schnelles Blink und der Slow natürlich, Arcane Bolt, Concussive Shot hier vom Scareth Mage sorgt dafür, dass da niemand so schnell wegkommt. Ups, und Sentry Ward sind auf 5 Sekunden, das ist ja bitter. Könnten sie jetzt einen glimpsen, aber tatsächlich Ulti wird hier benutzt. Auf die Viper, das ist ein Fehler. Kriegen sie die down bekommen? Sie kriegen die tatsächlich down. Nee, okay. Magic Stick, Mecha, never mind. Das. Ah, ja. Da waren sie ein bisschen zu lange vor, jetzt kommt das TP. Jetzt kommen die Rotations. Lich sollte down gehen. Die Frage ist, ob sie da noch den Nyx bekommen. Ulti, nope. Weaver hat auch noch ein Timelapse, das. Oh, aber Silence, wenn sie jetzt umdrehen und die Weavers fokussen. Nee, Chance vertan, Silence vorbei. Kriegen eventuell den Nyx Assassin. Aber nee, sagen sich, okay, der Weaver nimmt uns alles auseinander, wenn wir hier noch weiter sind. Vengeance weiß, okay, hier war vorher ein Sentry. Weaver sagt sich, okay, hier gehe ich nicht hin, der Punkt ist aber ist gerade ausgelaufen. Glaube ich nicht, dass das im Eifer des Gefechtes gesehen wurde. Ja, viele Fights hier oben. Aber die Danger Seekers scheinen wohl so ein bisschen den Vorteil zu bekommen. Networth geht alles konstant nach oben für die Danger Seekers. Und auch hier die Last Sits sind relativ weit oben. Levelweise ist es auch schon krass. Eine Viper Level 11 und besonders ja doch hier den Skyrath Mage Level 11 ist doch schon relativ viel wert. Und ja, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Legion Commander geht down. Wurde von einer. Genau, wurde hier von einem. Oh, doch, kein Vendetta-Hit. Einfach nur Burst Damage. Und das hat es gemacht. Und Timbersaw geht auch. Ah. Timbersaw holt sich den Killer auf den. Auf den Disruptor. Viper nimmt dafür aber den Weaver. Was wesentlich schlimmer eher hier ist. Und damit 2 zu 1. 2 zu 1, beziehungsweise 2 zu 0 auf der Top-Lane hierfür. Ja. Nicht auseinandergeraten. Ja, der Legion Commander Kill war tatsächlich ein Problem. Allerdings, dadurch, dass sie den Reveal bekommen haben, hat sich das jetzt wieder ausgeglichen. Legion Commander kriegt weitere Duel-Punkte. Und Weaver kriegt halt in der Zeit nichts. Duel ist jetzt auf Cooldown, tippt sich in die Mitte, okay. Könnte so weiterfarmen. Erstmal hier oben keine Kills bekommen. Ja, Slow ist jetzt da, jetzt könnte der Versuchsverständnis. Ah, kriegt nichts raus. Kam der Wraithfire Blast. Genau zur richtigen Zeit. Um dann doch die Fische abzubrechen oder irgendwas, was er machen wollte. Wollte nah rangehen, um Echo Slam zu machen, aber das wäre wahrscheinlich auch verschwendet gewesen. Tower geht down. Keine Glyphe benutzt. Effizienz, Effizienz. Finden hier aber noch den Disruptor im Duell, aber es könnte nicht rechtzeitig sein. Ist nicht rechtzeitig. Disruptor kriegt sein Ulti raus, aber es ist nicht relevant. Und diven hier T2s. Können sie definitiv tun, allerdings vielleicht nicht so weit. Nix versucht hier den Mittel-Tower zu bekommen, also sie haben halt auch keinerlei Push. Damit wirklich im Prinzip, sie können halt nur fighten. Und wenn die Fights nicht so gut laufen, wie jetzt hier oben, einzelne Pickoffs, dann läuft das nicht so gut. Ich glaube, Vengeance sollten langsam 5-Man-Action machen. Beziehungsweise im Vengeance-Fall 5-Hero-Action. Denn, ja, ich glaube, sie brauchen das auch einfach. Sie haben Teamfight leider gepickt und müssen das jetzt langsam ausspielen. Sonst werden die Pickoffs einfach überhand gewinnen mit der Legion Commander, mit dem Scareth Mage und Wraith King. Ja, T2 Tower verloren. Networth weiterhin. Jetzt die 10.000 Gold Vorteilgrenze überschritten für die Danger Seekers. XP ist auch nicht so schlecht. Nyx hat die Bounty-Rune gesnackt und ist dann ganz schnell abgehauen.
Pings kommen raus, oh mein Gott. Hier war nix. Aber ja. Forstev auch als erstes tatsächlich für den Scareth Mage, was ich im Draft gesagt hatte. In dem Fall kann es hier durchaus relevant sein. Ja, ein Lich muss jetzt hier aufpassen und sollte down gehen. Ja, relativ easy Pickoff. Der Timber Chain kam aus dem toten Winkel hier. Hatten absolut keine Vision darauf. Schnell und tödlich. Und Vengeance sind zu zweit nur hier. Das weiß ich nicht. Wenn er die Tower aufgeben müssen. Und es ist halt auch schwierig, jetzt ohne Licht zu kämpfen. Und hier ist wieder auf Cooldown. Aber ja. Weaver hat kein TP. Oh. Er sollte sich schleunigst einen TP kaufen, sonst ist der Tower weg. Okay, der Tower ist weg. Keine Glyphe benutzt. Und der nächste Tower ist natürlich jetzt für Danger Seekers dran. Es wird immer so weitergehen. Danach wird Roshan kommen und danach wird Highground gehen. Von daher muss Vengeance hier irgendwas tun. Wir sind jetzt in der Defensive. TP ist gekauft. 1700 Gold. Ja, er würde gerne das Linkens fertig bekommen. Was auf jeden Fall einiges Pick-off-Potential hier ja, vermeiden würde. Aber ich weiß nicht, ob er so weit dahin kommt. Wir haben jetzt hier einen Gem, habe ich gesehen. Gem auf dem Timbersaw. Nee, wo ist Gem? Gem. Okay, Gem auf dem Red King. Sinnvoll. mit den zwei Leben. Oh, schönes Ulti. Aber die Frage ist, was können sie da Follow-up machen? Echo Slam, schöner Echo Slam, schönes Lich-Ulti. Ja, das können sie in der Tat. Die Frage ist, ob sie jetzt vielleicht nicht ein bisschen zu nah dran sind. Ah, Ske. Ja, das ist das Problem. Mystic Flare macht kills quasi zwei Heroes. Reaver wird jetzt auch gesilenced. Das ist bitter. 4 zu 1 hier der Trade, obwohl es richtig gut angefangen hat. Legion Commander hat eine godlike Streak. 3300 Gold. Da wird auch demnächst das nächste Item rauskommen. Vielleicht ein Armlet. Vielleicht ein Blade Mail. Oh, das sieht nicht gut aus für Vengeance. Und auf den Disruptor wurde hier so ein bisschen AFK gefunden. Kompletter Team-Vibe. Und das... ich bin nicht sicher, ob das wächst. Weil da fehlt doch ein bisschen der Damage. Und die Legion Commander. Ja, aber auf jeden Fall Damage auf dem T3. Vielleicht sogar der T3 an sich. Weiß nicht. Sollten die vielleicht aufpassen, wenn sie gleich disengagen wollen. Disruptor mit der Glimps kann da einen zurückholen. Aber hat auch kein Ulti, 20 Sekunden noch. Dann wird das wohl der T3 werden, aber ich glaube danach sollten sie zurückgehen, ja. Die Frage ist, ob sie jetzt hier noch einen geglimpst bekommen. Naja, ist nicht schnell genug vorne. Außerdem Glimpse Level 1, oh. Ja, mit dem Bild bin ich nicht einverstanden, aber... kann man ja spielen, wie man will. In dem Punkt wurden sie halt auch einfach gesteamrolled, wie man im Englischen so schön sagt. Und einfach überrannt, teilweise. Von daher ist die Glimpse hier vielleicht nicht so sinnvoll. Und einfach nur als Stun oder TP oder Channeling Spell Interruption, obwohl es hier auch keine gibt, zu gebrauchen. Allerdings... ah, Gem. Gem. Ups. Ja, wurde der nächste Assassin gefunden. Ich mache hier relativ aktive Sentry Wards überall. Auch ohne den Gem. Hätte der ein Problem gehabt. Besonders. Ach, hier wurde gerade dewarded mit dem Gem und trotzdem ist der nächste reingegangen. Aber war zur gleichen Zeit. War ein bisschen bitter. Okay, Scareth Mage kauft einen Dagon. Okay. Ja. Wir sind in diesem Stadium vom Spiel. Ihr wisst alle, was ich meine. Letzte Trolling beginnen. Ja, ich glaube, das sollte Roshan werden. Wenn ich hier vielleicht noch den Reaver als Pickoffs bekomme. Okay, ja, das wird jetzt kurz Prozess machen. Besonders mit dem Dagon. Okay. Besonders mit dem Dagon. Und die Frage ist halt auch wirklich, ob sie Roshan machen wollen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mit einem 6.82 so ein bisschen Roshan unbeliebter geworden ist. Natürlich, weil jetzt Radiant nicht so einfach mehr hier hingehen kann und den Roshan holen kann. Aber halt auch, weil, wer sagt das so schön, Alex Mike oder so? This Roshan Pit is the size of a sprout. Also, keine Ahnung. Im Endeffekt passen knapp alle Helden rein. Gefühlt ist es kleiner als es vorher. Ich glaube aber, das ist eine optische Täuschung. Hold this sword. Hier wird... ah, schöne Fischer, die es erstmal unterbricht, aber ich glaube, es reicht nicht, ja. Nächster Winner, dafür bezahlt die Legion Commander aber mit dem Leben. BKB ist ready, konnte aber nicht benutzt werden. Aber jetzt kann gechased werden hier, definitiv.
Ja, über den Death Fatigue Mist, aber sie kriegen den Earthshaker natürlich immer noch trotzdem. Weaver ist hier drin, aber vielleicht ein bisschen zu weit vorne. Aber kein Game. Das Game ist um Skeleton King, der ja doch ein bisschen weit weg ist. Hat jetzt einen Blink, aber noch ein bisschen weit weg. Ja, was ich bei Roshan meinte, es sieht kleiner aus, es fühlt sich kleiner an. Besonders weil es halt hier auch enger wird. Aber andererseits, das war hier oben eigentlich auch so. Der Punkt ist, natürlich haben die Entwickler halt auch einfach nur dieses Roshan-Ding hier genommen und es halt hier hingesetzt und gedreht. Von daher kann es nicht kleiner sein. Es ist, glaube ich, auch 1:1 wirklich gespiegelt und hier hinten platziert. Aber es fühlt sich einfach kleiner an. Besonders mit diesen hohen Felsen wahrscheinlich hier auch drumherum. Vorteil natürlich, du kannst halt einfach nicht von oben reinschießen hier. Aber es fühlt sich kleiner an und deshalb glaube ich, dass es gerade so ein bisschen ignoriert wird von einigen Teams. Aber egal, wir haben Danger Seekers mit 30:11 doch noch relativ zuverlässig, fühlen sich relativ stark und werden wahrscheinlich versuchen, die Hacker zu pushen. Okay, Skeleton King macht erstmal. Blinkt erstmal hoch und TP't nach unten, okay. Dann wohl kein Highground hier für Danger Seekers. Besonders weil sie halt unten noch den Tower nicht mehr haben. Ist wahrscheinlich auch sinnvoller, als hier von unten anzukommen. Oh mein Gott, schnell die Bounty ohne, die Bounty ohne. Fump. 1100, ja, haben jetzt hier 200 XP und 100 Gold. Naja, die Relevanz ist nicht so wirklich da. Bam! Schöne Feuereffekte bei Roshan. Der neue Slam ist definitiv cool anzusehen. Aber ja. Roshan ist nach wie vor mit 4 Helden immer noch relativ einfach zu schaffen. Haben ja auch einiges in Damage. Legion Commander hat jetzt 58 Bonus Damage. Kriegt es ja genau hier 14 Bonus Damage. Zweimal Duel mit Level 11 gemacht. Minderjähriges und den Engines doch jetzt hier relativ weit vorne. BKB hat auch da Armlet 5 wahrscheinlich geskippt und dann ein Damage-Item genommen. Und ja, der große Pfeil hier zeigt definitiv aus, okay. Danger Seekers suchen den Danger. Und, oh Mann. Einmal pro Spiel. Irgendeinen schlechten Witz mit dem Namen machen. Immer. Aber naja. Einmal pro Spiel ist ja noch okay. Egal. Danger Seekers gehen High Ground. Sind jetzt High Ground. Mal schauen. Und, okay. First Initiation von Legion Commander direkt in die Mitte. Ich glaube, er hat das BKB vergessen. Oder er nutzt es auch einfach nach der Aegis. Einer down, kein Buyback. Nächster down. Scarif Mage macht da kurz einen Prozess. Hat auch das. Hat den Regen. Lich Ulti Bounce, aber nichts. Nächster Kill auf den Disruptor. Legion Commander geht da durch wie durch Butter. Mit diesem schönen Schwert. Und ich glaube, das soll es jetzt auch gewesen sein. Dramatische XP-Change, dramatische Gold-Change. Ich sehe da kein Comeback-Potential für die Vengeance. Aber, naja, sie bleiben drin. Rex down auf der Bottom-Lane, direkt in die Mitte. Bisschen so nachdem die Legion Commander noch ein bisschen die Hütchen farmt. Ist noch zu verlockend. Woran sieht man die Carries? Okay, das sind die letzten, die zum nächsten Tower gehen, sondern erstmal ein bisschen Hütchen mitnehmen. Okay, eine letzte Defense soll es sein. Nyx ist jetzt wieder da. Hat auch Ulti. Aber den Jessicas kriegen die Initiation. Das ist also erstmal so. Und sie erkaufen sich ein bisschen Zeit. Und ups, Disruptor. Was, okay, der war ein bisschen zu weit vorne drin. Das wollte ich gewinnen. Huge Echo Slam. Upsala. Jetzt, wenn jetzt ein Lich Ulti da gewesen wäre, wäre das super. Allerdings. Ja, jetzt fand ich das ganz wieder. Schade zu sehen, dass hier dann doch so ein super Echo Slam nichts gebracht hatte. Das Scarab Mage hat sich beide mit seinen Dagen selber umgebracht gegen den Spec Carapace hier. Aber ups. Viper holt er doch noch. Das war durchaus was. Hat er komplettes Buyback Gold durch den Kill bekommen. Nicht schlecht. Aber ja, die letzten Dinge eines sterbenden Teams. Die letzten Laute. Glaube ich, dass es hier so aussieht. BKB ja mit weiterhauen. Why not? Duel ist jetzt wieder ready. Wenn er die Bug kaputt macht, kann er dann auch wieder blinken. Oder auch nicht. Minus 9 Armor. Ja, Dagen macht Aua.
Und ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie es deffen, aber ja. Das darf jetzt aber auch nicht overcommitten. Legion Commander könnte hier aber noch down gehen, hat aber eigentlich einen Blink und sollte. Ups, Doppelklick? Ja, ha, Weaver hat das nicht gesehen, das war bitte. Jetzt hätte er hier durchaus noch. Ja, okay, ich muss dem Lux folgen. Na komm, trau dich. Von hinten ran. Ja, schade. Hier, so einen schönen Pickoff noch am Ende zum Schluss. Hätte ich ihn gegönnt. Oh, ja, okay. Oder so. Finde ich immer dem was so. Britzel. Nächstes Stegen. Ja, nächstes Stegen. Allerdings, ups, ein bisschen zu früh. Finden wir noch was. Ja, Ulti ist raus. Kein Ulti hier für den Wraith King. Gem liegt auf dem Boden. Und jetzt BKB auf Skywrath Mage, okay. Ja, why not? Findet hier den Gem und nimmt ihn tatsächlich wieder mit. Mana Burn, aber ich glaube nicht, dass der Fissure könnte. Nee, reicht nicht ganz. Reicht nicht ganz. Und die Viper ist hier und wird die Leute erstmal kiten. Frage ist, ob er hier den Earthshaker down bekommt oder aber. Ach, die Ward High Ground. Easy Ward. Und der nächste geht down. Disruptor stirbt auch noch. Viper sollte jetzt hier vielleicht nicht so weit vorne. Okay, mit Timbersaw schon. Das Timbersaw noch kein Degen hat, überrascht mich so ein bisschen. Aber ist wahrscheinlich der Einzige, der den coolen Kopf hier behält. Triple Kill für die Viper. Und vielleicht war es das jetzt damit. EOTs für den Timbersaw. Ja, haben es tatsächlich hier ein bisschen den Ticken nach unten vom Networth gebracht. Durch die doch einige Kills, die sie bekommen haben und die ziemlich viel Gold, die es dadurch gibt. Nicht mehr so extrem krass viel, wenn in den ersten Tagen von 6.82, aber immerhin etwas. Und GG. GG von Vengeance. Haben genug. Und noch zwei Lanes of Rex und hier in der dritten, die sich ergibt. Definitiv zu Recht. Schön gespielt von den Danger Seekers. Und ich bin gespannt, wie das Spiel 2 zwischen, also das nächste Spiel, das Viertelfinale, was wir schon haben, zwischen Danger Seekers und Executive Gaming wird. Aber ja, erstmal von Vengeance schön gespielt, aber vielleicht im Early Game mehr Five Man, weiß ich nicht. Naja, oder naja, sind halt ein paar Dinge nicht so super gelaufen, wie sie es hätten wollen. Wenn das aber so gewesen wäre, hätten sie dann definitiv noch eine gute Chance gehabt. So, ja, schaut wieder zu oder schaut euch das nächste Game an. Ich versus das in Dota und es geht ins nächste Spiel. Bis dann, auf Wiedersehen.